Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Scum. Wir haben uns ja eine richtig schöne Schubkarre das letzte Mal gemacht. Das, was für ein Aufwand wegen dem Rad. Und ich habe es jetzt auch schon mal beladen. Das gute Stück wiegt jetzt einfach 380 Kilo. Ich kriege hier bei voller Ausladung 10 Baumstämme hin. 10. 10 Stämme gehen hier rein. Das ist streng genommen nicht allzu viel, aber irgendwie ist das trotzdem schon ein ganzer Baum vom Gefühl her. Achso. Brauche ich überhaupt noch Stämme? Ah. Ja, genau. Parken wir doch damit einfach mal zwischen diesen Fundamenten. Und gönnen uns dann jetzt hier gleich den Spaß. So, warte, hier. Zack, 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 zack. Und jetzt dürfte ich ja ganz entspannt sie einfach hier reinpacken können. Den Rest werden wir jetzt zersägen. In Bretter. Also ich merke jetzt schon, durch diese Schubkarre ist das Arbeiten hier. Ja. Moment. Ist das Arbeiten doch schon sehr viel angenehmer geworden? Oh. Ah. Schubkarre statt Weg. Ist in Ordnung. So. In ein paar Minuten dürfte dann auch der nächste Airdrop runterkommen. Und mein Headset hat schon wieder keinen Ton mehr. Ich bin eigentlich gerade froh, dass wir hier jetzt eigentlich nicht so die größte Gefahr haben. Oh, ist ja ganz toll hier. Da muss ich mir mal nach der Aufnahme gucken, dass ich Neues besorgt kriege. Ist jetzt am Wochenende natürlich nicht so gut möglich. Entsprechend werde ich dann wahrscheinlich einfach bestellen. Und dann, ja, hoffen wir das Beste. Fertig. Oh, das war's schon. Okay. Ja, dann machen wir das Ganze doch nochmal. Ich muss nur Übersicht behalten, weil jetzt kriege ich die Meldung ja nicht mehr mit. Von so einem Airdrop. Wollen wir ja nicht. So, hier hinten habe ich gefällt. Vielleicht ist da sogar noch was. Ein paar Bretter mitnehmen. Wie viele Bretter kommen denn aus einem überhaupt raus? Waren das 3, ne? Gut, der. 1, 2, 3, 4. Machen wir das mal grob. Und suchen uns noch einen Baum. Dup, dup, dup. Ja, ich schätze, ihr merkt das jetzt schon, was ich auch meine. Das ist einfach so. Es ist so schön, jetzt hier gerade einfach mit der Schubkarre lang zu wandern. Ein paar Bäume zu fällen. Sachen einzuladen, zur Baustelle bringen. Das ist richtig schön. Also, mir gefällt das super gut. Mal gucken, wie lange unsere Säge hält. Aber wir haben ja, glaube ich, auch noch Äxte. Und dann würde ich, nachdem wir das Fundament jetzt auch noch fertig gemacht haben, mal die erste Kiste draufstellen. Und beziehungsweise vielleicht sogar die ersten beiden. Schauen wir mal bis da. Um das Auto mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, weil dann haben wir wieder ordentlich Platz, um neue Dinge mitzunehmen. Also so richtig sortiert
Gott, bin immer noch nicht so ganz gesund wieder. So komplett sortiert kriegen wir es wahrscheinlich auf die Schnelle nicht hin. Ja, das doch schon ordentlich Zeit in Anspruch nehmen würde, aber allgemein, wenn wir erstmal wieder Platz haben im Auto, das wäre ja schon mal Gold wert. So. Zack, zack. So. Packen wir den ganzen Kram raus. So. Der Segen, das. Der vier Bretter. Dürfte der nächste ja fast schon ausreichen, ne? 8, 5 plus 8 macht 13. Ja, 13 brauchen wir, passt. Aber anscheinend waren nur 4 drin. Ach nee, hier. Tata, tata. So, jetzt würde ich aber aus Prinzip gerne nochmal gucken, wegen Fundamenten, ob ich jetzt, wenn ich hier, ich kann ja hier eins dran steppen oder hier eins dran steppen, ob die sich dann unterschiedlich drehen würden. Würde mich jetzt nochmal wirklich sehr interessieren. Ist ja für die Zukunft vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, hier dran kriege ich das so. Oh. Tatsächlich, dann kriege ich es unterschiedlich gedreht. Okay. Also ich kriege an diesem Ding ist komplett so gedreht, wie ich es gerne hätte. Also ich werde jetzt einfach das mittlere Ding. Oh. Kannst du machen. Schön. Ah, hier kriege ich es dann wieder nicht hin, ne? Ich dachte jetzt, dass ich vielleicht einfach nur das mittlere Ding falsch rumlasse. Ja, egal. Also wir sind ja jetzt hier ein bisschen näher am Rumexperimentieren, aber das ist schon... deprimierend. Alter, rein damit. Oh. Ah, lass uns mal die Kiste machen. Damit wir mit dem Auto weiterkommen. Ja, die da, ne? Holztruhe. Der kann ich noch nicht stellen. Ich will mal Linksklick machen. Was haben wir jetzt noch? Bitte. Dürften wir hier vielleicht sogar noch abkriegen, oder? Nein, dürften wir nicht. Ich habe diesen ganzen Kram da gerade reingebaut hier. Ich hält. Das heißt, wir schnappen uns noch einmal Baum. Mal wissen, wie viel da reinpasst. Ich hoffe mal, dass sich das lohnt.
So. Haben wir jetzt natürlich wieder. Ja, gut. Komm, lass uns sie direkt mal zersägen. Beziehungsweise ich sehe sie gar nicht so gut aufgrund des Busches. Alle drei eingepackt, perfekt. Nur drei? Eigentlich hätten sie ja noch mehr. Ah. Oh, die geht jetzt einfach so mit. Passt schon. Und, oh, ja, hier liegen noch so viele. Aber erstmal machen wir die Kiste fertig. Ich frage mich jetzt gerade, ob die richtige Schubkarre, also nicht die richtige, also die nicht improvisierte Schubkarre, die man finden kann, mehr Platz hat als die hier oder nicht? Wirkt nämlich schon so, als wenn ich hier relativ schnell mit meinem Platz leer bin. Aber auf der anderen Seite, das muss man ganz klar sagen, sind Baumstämme auch nicht unbedingt klein. Also empfinde ich das sogar als vollkommen in Ordnung, wenn das nicht so passt. So, ja. Holzbretter. Heilen. Müssen wir noch einen Frachter vorkommen? Nö, noch nix, noch nix, noch nix. Sehr schön. Irgendwie habe ich meine Leuchte, die ich das letzte Mal so schön toll fand, auch einfach nicht mehr mitgenommen. Richtig toll gemacht. Da. Ah. Mist. Das heißt, die müssten jetzt irgendwie mal hier hoch. So, Bretter drin. Dann nur noch Seile, Draht, Faden, also irgendetwas zum Binden. Da haben wir doch bestimmt was da, ne? Draht. 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 Bäumchen. Und noch mehr. Oh, schön. Dann kann ich diese ganzen kleinen Drahtreste, die ich immer gefunden habe, mal mit verbrauchen hier. Obwohl, das ist wieder. Die sind ja noch im guten Zustand. 7 und 9? Ich dachte eher so an 1 und 2. Da dachte ich ja bestimmt auch noch genug von, oder? Ich brauche Ordnung. Okay, 7, 7. 9. Gut. Nehmen wir die 7er, passt schon. Zack. Oh. Das ist ein Anfang, würde ich sagen. Da könnte ich jetzt einfach. Sagen wir mal so, den ganzen kleinen Scheiß, den ich sowieso immer dabei habe, einfach reinpacken. Jetzt komplett ohne System oder so. Einfach nur rein. Oh, Sahne. Sahne? Sieht nicht mehr so gut aus, oder? Versuchen. Mag prüfen. Verfault. Ja, gut. Ich pack die Sahne mal weg. Ist ja ekelhaft.
Oh. Sagt erstmal so ohne großen Sinn und Verstand. Dinge zum Aufbrechen werde ich jetzt hier mal im Inventar behalten. Was haben wir hier? Parksensor. Also eigentlich dachte ich jetzt wirklich erstmal die kleinen Dinger hier. Die 2x2 Kästen groß sind. Ja. Oh, kann ich die Kiste eigentlich mitnehmen? Ah. Nehmen wir sie doch mal mit zum Auto. Wie viel Platz nimmt die hier weg? Ordentlich. So. Egal. Wir haben jetzt hier. Kein Scheiß. Wohl 9 mm Munition belasse ich auch mal. So. So. Kriegen wir hier. Ordnung. In gewissen Rahmen natürlich nur. Machen wir auch schön mit Drag and Drop. Schlüsselkarte nehme ich, lasse ich einfach mal dabei. Oh, wir haben hier noch ein bisschen Milch. Die Milch könnte ich eigentlich gleich mal trinken. Mal nach oben. Batteriekabel, jo. So viel Kram. Ja. Sache ist, das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis ich den ganzen Kram da oben drin habe. Machen wir die da rein. Lebensmittel würde ich da jetzt auch ungern schon mal reinpacken. So, jetzt geht's schon wieder los. Jetzt wäre ich schon wieder wählerisch hier, ne? War klar. Oh. Welchen Sortieren-Button hier drin? Die hier alle einmal irgendwie sortiert? Nee, ne? Das würde es mir jetzt gerade doch enorm vereinfachen. Das Schöne ist ja jetzt gerade. Was? Ah. Hm. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen wollte. Ich bin schon wieder ein bisschen durcheinander. Also zum Beispiel könnten wir auch irgendwie einfach sagen, wir nehmen mal eine Kiste und füllen sie einfach mit Bleiplatten oder so. Gut, so viele Bleiplatten haben wir dann am Ende auch nicht, aber. Oder auch Klebeband, ja. Klebeband ist ein besseres Beispiel. Dann kann man dafür sagen, sobald diese Kiste irgendwie mal halb voll sein sollte oder ähnliches, weiß ich, dass ich von unterwegs definitiv nichts mehr davon mitnehmen muss, weil letztendlich verbauen tun wir das ja quasi hier. Also an unserem Heimatort. Kann ich jetzt den Vorhang geschlossen? Kann ich da was machen? Ja, Schlösser, okay. Silbernes Schloss. Oh, 10 Stück davon, okay. Jagd, 15. Ja, aber auch Advanced, das habe ich nicht. Und hier haben wir noch Eisern. Cool, ich könnte die Dinger sogar einfach craften. Nice. Lebensmittel, ich lasse dich mal hier. Stück Gummi, du kannst darüber. Ja, ich sehe jetzt schon, dass wir echt viel Klebeband haben. Geil.
Tap, tap. Warte, Bolzen. Aber zwei Pakete davon. Warum nicht? Rasierkling. Was ist das hier eigentlich? Brecheisen. Mich irgendwie mich nicht ganz täusche, konnte man damit, glaube ich, auch quasi das Schloss knacken umgehen. Oder ich verwechsel das gerade bei irgendeinem anderen Spiel. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich glaube, jetzt habe ich schon trotzdem schon Lebensmittel darüber geschmissen. Ah, oh, ich und meine Ordnung. Oh. So, ist der Frachterpuff mittlerweile eigentlich da? Ich höre ja nichts. Tatsächlich da. B3. Ja, gut, dann machen wir das doch. Das hatte ich mir ja vorgenommen für heute. So. Ich kann nicht in den Fahrersitz einsteigen, wegen dem Stein da oder was. Machen wir es halt so. Klettern wir im Auto rum. So. Nach Norden. Ach. Ja, ja, ist okay. Ich hätte wirklich, wirklich gerne wieder Ton. Aber ich glaube, das versteht ihr. So. Ah, immer wieder so. Hier. Wow. Ei. Ich glaube, ich fahre extrem unvorsichtig, weil ich nichts höre. Das ist bitter. Wo ist er denn? Wir gucken, glaube ich, da grob hin. Ihn noch nicht. Aber auch schon eiskalt dran vorbeigefahren irgendwie. Wenn ich das richtig sehe. Warte mal, dann hier mal durch den Wald. Erstmal Straßenweg. Das Ding. Ja. Mitten im Wald. Okay. Fahrzeug. Besser. Ach. Hier oder mach hin. Tap, tap, tap. Ihr habt noch Ton. Ja, ihr habt noch Ton. So. 13 Minuten? Ei. Nur ein paar Minuten hier oder was? Losknacken. Das war's so. Nee, so. Aha. War schon ein bisschen kritisch. Ich glaube, das waren jetzt Medikamente, ne? Jetzt mit Vitaminpillen. Okay. Alkohol.
Das läuft wieder richtig wie am Schnürchen hier. Soldatenhelm, jojo. Welche ich ihn nicht tragen sollte, verschlossen. Warte mal. Entriegelung erzwingen. Wow! Tja. Ja gut, das dauert auch ein bisschen, ne? Wie viel Prozent hat er? 98. Geht das jetzt nebenbei runter? 97. Ja, tatsächlich. Das dauert natürlich sehr lange. Die Zeit muss man haben. Entriegelung erzwingen. Oh. Allein diese Wortwahl gefällt mir richtig gut. Muss mal die Zeit achten eigentlich. Oh, ist offen, ne? Hier. Waffenreinigungsset, okay. So. Sind jetzt bei 57 Sekunden. 56 Sekunden. Gut. 10,56. Das ist jetzt einfach nur, weil ich das kurz sehen will. Und ich glaube, wir brauchen ca. 10% pro Schloss. Das heißt, wir könnten mit einem Brecheisen 10 Schlösser aufmachen. Ja, okay. Gut, Ausdauer zieht es auch runter, sehe ich gerade. Okay. Also zum Beispiel, wenn wir in eine Polizeistation oder so looten gehen, dann das mit dem Brecheisen, glaube ich, sogar gar nicht mal die schlechteste Idee. Alter, hetzt uns ja keiner. Hier haben wir jetzt einen Timer nebenbei rumlaufen, der ja quasi uns den Tod verspricht, sollten wir nicht schnell genug weg sein. Ziemlich exakt eine Minute. Wir sind jetzt bei 80%. Ja, 10% und eine Minute. Wow. VD. Irgendwie ich gerne meinen besser. Ich würde meinen Charakter gerne wieder sehen. Komm. Wir machen jetzt den anständigen Schlossknacker. Oh. Ich riech mir? Moment. Berg. Stehen. Perfekt. Ja gut, nehmen wir einfach mit. Schön. Also, ich muss sagen, von den ganzen Airdrops, die wir schon mal gemacht haben, fand ich den jetzt schon irgendwie am langweiligsten. Das hat sich jetzt gar nicht mal so gelohnt. Also, wie gesagt, so persönliches Gefühl, ne? Beziehungsweise wir alle kennen den Weg. Mal sagen, ich fahre nach Hause. Machen hier einmal Schluss für heute. Weil wir haben ja eigentlich alles gut erreicht, was wir wollten. Ich werde dann den ganzen Kleinkram aus dem Auto nochmal in die Kiste packen und in der Hoffnung, dass das auch wirklich klappt, starten wir dann beim nächsten Mal mit einem halbwegs aufgeräumten Auto. Und da können wir. Muss ich nochmal schauen, wegen bauen. Ich würde gerne die Fundamente fertig setzen, also fertig machen und eigentlich auch gerne Hütte draufsetzen. Es wird mir schon irgendwie lieb, wenn wir das hinkriegen. Aber das Bauen ist hier halt doch schon sehr langwierig. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der
schauenswert ist, wenn wir jetzt hier mehrere Folgen am Stück einfach nur... Hast du es gleich mal, Auto? Ja. Oh, fahren im Dunkeln nach Hause. Und da. Perfekt. Ich glaube, ich sollte das Licht ausmachen, oder? Wundere ich mich, warum die Batterie bald leer ist. So. Räumchen. Super. Dann, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Was ist dabei? Ja, es ist die Sahne. Ich vergiss es. Ich sollte vielleicht Baumaterialien hier irgendwie versuchen, in der Schubkarre zu retten, oder? Ja. Perfekt. So, hier ist noch ein Brett. Jetzt nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.